Ja, hallo Filmfans, willkommen zu einer neuen DVD-Review. Diesmal geht es um den Film The Burning, Brennende Rache von 1981, der ersten Produktion von Harvey und Bob Weinstein, die sich aber wenig später von dem Film distanziert haben. Ja, mag wohl daran liegen, dass es ein Horror-Slasher ist. Und zwar einer, der sich ganz stringent an die Regeln des Genres hält, die Freitag 13 aufgestellt hat, überhaupt von vielen als Plagiat dessen bezeichnet wird. Ja, auf jeden Fall, der Film ist von 1983. Gedreht wurde von Tony Malam, einem Engländer. Der hat schon davor einige Filme gedreht. 1992 hat er zum Beispiel noch Split Second gedreht mit Rutger Hauer, so eine Art Version Alien, Psychokiller, bla bla bla. Ziemlich trashiger Film war das gewesen. Ja, und ja, The Burning ist wohl die Speerspitze dessen, was das Genre am Anfang der 80er gebracht hat, im Zuge dieser Welle. In dem Film, ja, geht es halt um ein Sommercamp, und zwar das Camp Blackfoot. Und da werden Jugendliche regelmäßig von so einem strengen Camp-Verwalter, dem Cropsy, traktiert. Ja, und eines Nachts rächt sich eine Handvoll Halbstarker an dem verhassten Verwalter mit einem Streich. Nur leider geht der Streich leider hinten los und Cropsy läuft wie eine brennende Fackel durch die Gegend. Ja. Der Gute ist so entstellt, dass er sich nicht mehr richtig in die Gesellschaft integrieren kann. Und diesen Zorn lässt er Jahre später dann an einer Prostituierten aus und begibt sich dann wieder dorthin zurück, wo er einst so erniedrigt, gedemütigt und entstellt worden ist. Und zwar ins Camp Blackfoot. Ja. Das ist eigentlich die Story. In dem Film geht es wirklich eigentlich nur darum, dass ein verrückter Psychokiller, hier ein sehr entstellter Psychokiller, in einem Camp Jugendlichen hinterherstellt und diese auf recht drastische Weise auseinandernimmt. Eigentlich mehr ist es nicht. Wobei The Burning weist eine sehr gute Atmosphäre auf, vermittelt auch ein sehr gutes Gefühl dieser Camping-Atmosphäre und hat einige recht bekannte Schauspieler aufzubieten. Also in kleineren Nebenrollen, wie zum Beispiel Holly Hunter, die Oscar-Gewinnerin, ja, die auch in Espiano mitgespielt hat, dann Jason Alexander aus Seinfeld und Fisher Stevens aus Nummer 5 lebt, ja. Cropsy selber wird von Lou David gespielt, der allerdings, glaube ich, ist über die Jahre mehr in Vergessenheit geraten, aber der Typ macht seine Rolle, muss ich sagen, wirklich gut. Auch unter dem Make-up, was von Tom Savini ist. Noch positiv hervorheben möchte ich auch die Filmmusik von Rick Wakeman. Die ist sehr minimalistisch, sehr elektronisch, aber die passt wirklich gut zu dem Film. Die unterstützt hervorragend die Atmosphäre. Ja. Natürlich kann man sich streiten, ob The Burning ein guter Slasher ist oder so. Auf jeden Fall ist er eindeutig ein hundertprozentiges Plagiat von Freitag 13. Nur dass Jason nicht darum stiefelt, sondern halt Cropsy mit einer riesigen Heckenschere. Natürlich den größten Höhepunkt erreicht der Film nach knapp einer Stunde, und zwar als ein paar Jugendliche an so ein leerstehendes Kanu heranfahren und nehmen Lord Cropsy. Und ja, diese Szene ist wirklich unbestritten das Highlight des Films, genauso wie das Finale. Das ist auch wirklich sehr gut gemacht. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja. Auf jeden Fall, The Burning hat schon seine Höhepunkte. Es ist, muss ich sagen, ein guter Horror-Slasher. Es gibt viel schlechtere Filme. Es ist auch einer dieser unbestrittenen 131er. Er wurde indiziert, beschlagnahmt. Der Film würde, glaube ich, auch heutzutage noch keine gescheite 18er Freigabe bekommen, und vor allem wegen seiner Gore-Effekte ist der Film eigentlich so beliebt, wobei ich auch viele Stimmen gehört habe, die sagen, ah, der Film ist scheiße und oh, so ein Schmarrn und der ist einfach nur blöd und doof und die Effekte sind gut, der Rest auch, aber Tony Malam hat hier wirklich gute Arbeit abgeliefert, und das dank der guten Unterstützung von dem Soundtrack von Rick Wakeman und halt den wirklich teilweise sehr blutigen Effekten von Tom Savini. Also unbestritten, was Savini hier abliefert, ist, wie er selber mal gesagt hat,
die beste Leistung seiner ganzen Karriere. Und hier hat er wirklich einen Quantensprung von Dawn of Dead bis zu The Burning gemacht. Die Effekte sind noch einen Ticken realistischer und sehr brutal. Und wirklich, hier bekommt der Gorehound das geboten, was er wirklich will in der wirklich guten Camp-Atmosphäre. Ja, dann kommen wir mal eigentlich zu den DVDs. Ich habe von The Burning nicht nur eine DVD, sondern zwei verschiedene. Fange ich mal an mit einem limitierten Release von 2002 aus Österreich, und zwar von Raptor Entertainment. Und zwar, ja, wie man sieht, die Special Edition im Digipack mit Schuber. Ja, das gute Teil ist auf 3000 Stück limitiert, ist relativ selten geworden. War mitunter meine teuerste Anschaffung. Ich glaube, ich habe dafür über 30 Euro bezahlt gehabt. Ja, und wie man sieht, ist limitiert. Die Verpackung sieht, muss ich sagen, ist echt hübsch, die Aufmachung. Allerdings ist die technische Qualität der DVD recht unterdurchschnittlich ausgefallen. Also auch vor allem das Bild ist an einigen Stellen zu dunkel. Und ja, das trübt ein bisschen den Spaß in diesem Film. Da gehen einige Details bei den Gore-Szenen doch ein bisschen unter. Ja. Das DigiPay, also dieses DigiPay hatte ich eigentlich in einem meiner früheren Videos schon mal gezeigt gehabt, aber ich zeige euch nochmal. Auf jeden Fall, das hier ist das Innere von DigiPay. Muss ich sagen, sieht wirklich erste Sahne aus. Hier ist nochmal ein kleines Booklet mit Essay von Christian Kessler, allgemein über den Film. Und hier, das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich echt hübsch gemacht. So dieses Hintergrundbild mit einem der Opfer so hier. Also wirklich gut gemacht. Ja, das Design der Discs ist recht schlicht gehalten. Es ist auf jeden Fall ein Sammlerstück. Auch wenn die Bild- und Tonqualität nicht gerade so überragend ist. Ja, und da sieht man natürlich nochmal Cropsy. Und ja, das ist nochmal ein alternatives Design von der Front. Und hinten werden nochmal die technischen Daten und halt nochmal die Extras aufgelistet. Ja, das größte Extra ist eigentlich eine Dokumentation über Tom Savini, über seine Arbeit. Und ja, es sind auf jeden Fall zwei Discs, obwohl man hätte auch die Dokumentation über Savini locker auf eine Disc mit dem Film machen können. Jetzt kommen wir natürlich zur besseren Version, zu einer jüngeren Version, und zwar von Retrofilm in einer kleinen Hardbox. Doch sind auch schon zwei große Hardboxen erschienen. Das Master des Films hier auf dieser DVD basiert auf dem von MGM aus den USA, und das Bild ist wirklich für einen Film, der fast 30 Jahre alt ist, erste Sahne, wirklich gelungen. Auch allgemein das Design, Retrofilm, was sich hier bei der Hardbox, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, sieht wirklich fantastisch aus. Da unten sieht man ganz klein, wird angegeben zwei Discs. Sie haben nicht alle Extras von der MGM DVD genommen, aber sie haben die Featurette, Blood and Scream Fire, wo Tom Savini noch ein bisschen über die Dreharbeiten also spricht, haben sie mit draufgenommen. Und natürlich die Behind the Scenes Doku, die auch auf der Raptor drauf ist, die ist auch hier drauf. Ja, und dann gibt es natürlich noch zwei Trailer, den englischen und den deutschen. Und ja, ich muss sagen, das ist wirklich echt gelungen, das Set. Gefällt mir saumäßig, gell. Saumäßig geil. Hier am Tisch wie so eine alte VHS aufgemacht. Das hier ist die Disc mit dem Hauptfilm. Und dahinter ist nochmal die mit den Extras. Ist alles beides, hat beides das gleiche Design, aber sieht wirklich, muss ich sagen, extrem hübsch aus. Also Retrofilm hat sich hier echt viel Mühe gegeben. Gefällt mir super, und die, ich mag sowieso kleine Hardboxen, und die macht sich wirklich gut in der Sammlung. Und der Preis für 15 Euro, kann man nichts falsch machen. Also die Technik ist das eine wirklich geniale Scheibe, wirklich toll gemacht, und wird dem Film endlich mal so würdig, wie er es eigentlich verdient hätte. Ja, auf jeden Fall, das sind meine beiden Versionen, die ich von The Burning habe. Einmal natürlich die Special Edition, hat ein bisschen weniger Extras, ist technisch ein bisschen unten drunter, und das ist halt ja technisch bessere Version. Auf jeden Fall beides zwei echt geile Stücke. Ich mag den Film einfach. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen.
meine kleine DVD-Review und wie immer fleißig kommentieren, aber auch abonnieren. Bis zur nächsten Review. Euer Lord. Ciao.